Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem nächsten Abschnitt in Pokémon Legends Arceus. Und hier gibt es eine Nebenaufgabe. Hallöchen, hast du dich schon mal an der Ballonjagd versucht oder bist du ein Neuling? Eigentlich auch egal, bei uns hat jeder Spaß. Ja, ich habe schon öfter mal nach Ballons gejagt, danach wurde ich von der Polizei abgeführt. Nein. Wie sieht's aus? Willst du zusammen mit einem Pokémon ein paar Ballons zum Platzen bringen? Vielleicht will ich das ja. Tja. Du reitest dabei auf einem Pokémon und versuchst, möglichst viele Ballons zum Platzen zu bringen. Ach, so ist das. Ja, zuerst 24? Ja. Versuchen wir mal die Ballonjagd hier. Ich möchte übrigens dazu sagen, dieser Part wird so überhaupt gar keine Null-Story enthalten. Hier werden einfach nur, weiß ich nicht, Sachen aufgeholt oder nachgeholt, die ich noch machen könnte in den Gebieten. Und wie gesagt, beim nächsten Stream geht es dann weiter ins Kraterberg-Hochland. Das wäre das. So. Reite auf dem Rücken eines Pokémon, bla bla bla. So, versuche 24 Ballons zu erwischen. Ja, gerne. Sag mal, gab's sowas eigentlich auch im Sumpfland? Ich glaube, das habe ich im Sumpfland gar nicht gemacht. Okay, er hat 24 Ballons vorbereitet und ich muss jetzt mit Barschuftsentwicklung. Oh wei. Nee, nicht mit Oh wei, mit Salmagnis. Okay. Sprung. Das kann was werden. Das kann wirklich was werden. Ich finde das vor allem grässlich, dass die Kamera so mitschwingt. Wow, und dass dann auch noch ein Elite-Garados mir in die Quere schwimmt. So, jetzt muss ich hier einen Doppelsprung machen, sieht's aus. Und, hat funktioniert. Okay, jetzt bewegen die sich. Klappt. Das Ding bewegt sich auch noch in der Luft. Oh Gott. Da drüben, da bewegt sich nichts. Okay, geschafft. Hier kann ich... Oh nein! Oh, das war knapp. Das hätte auch schief gehen können. So, jetzt kann ich hier langlaufen und... Oh nein. Jetzt muss ich wahrscheinlich einen Doppelsprung machen, damit ich den kriege. Und... Pfuh. Hier ist einer. Hier ist... nein! Oh, Mist. Okay, toi, toi, toi. Vielleicht... Oh Gott. Das wird nie was. Hilfe. Oh. Noch ein paar Sekunden. Und jetzt muss ich auch noch diese beiden da genau treffen. Das wird nichts. Das. Alter, das ist was. First try. Das glaube ich nicht. Das, also. Das war. Da waren richtig schwere Dinger dabei. Diesmal, willkommen zurück. Diesmal hast du 40 Ballons zum Platzen gebracht. Wie, wo, was? Du hast tatsächlich jeden einzelnen Ballon zum Platzen gebracht? Ja, ich bin auch noch ganz, das ist, wow. Du bist ja geradezu eine Ballonjagdmeisterin. Ich bin eine Ballonjagdmeisterin. Ah, das ist aber schön. Um das gebührend zu würdigen, möchte ich, um dir das gebührend zu würzigen, möchte ich dir das hier geben. Zwei Nuggets. Ich würde das nicht nochmal schaffen. Ich wette, ich schaffe das nicht nochmal. Ich probiere das nochmal und dann zeige ich euch, ich schaffe das nicht ein zweites Mal. So, perfekt, perfekt. Bitte noch einmal die Ballonjagd. Ja, gerne. Das war jetzt Glück. Ich sag euch, das kriege ich nicht nochmal hin. 1, 2, 3, ich meine 3, 2, 1, los. Und Sprung! Okay, das geht ja noch. So, dann bewegt sich die Kamera, das mag ich gar nicht. Da ist das Garados und wenn ich es überspringe, war das schlecht von mir. Okay, gut zu wissen. Ja, ich sagte euch, ich schaff das nicht ein zweites Mal. Also als mich das Garados erschreckt hat vorhin, konnte ich irgendwie mit der Situation besser umgehen. Oh. Nee, diesmal bin ich schon langsamer, weil ich hier den Teilen hinterher springe. So. Ja.
versuchen wir mal hier so zu... Ah, nee, das wird nicht besser. Das wird definitiv... Das ist eine richtig bescheidene Zeit, die ich dann kriege. Und... okay. So, die bewegen sich wieder so ganz komisch. Ich krieg das aber hin. So, und jetzt wird's schwierig. Also ich glaube, hier, das müsste ich verhauen. Oh. Und, oh. Okay, nee, aber ich glaube, diesmal bin ich zu spät dran. Diesmal musste ich zu lange... Nein, nein, nein. Oh. Ich sagte euch, schafft das keine zweimal. Auch wenn es der letzte Sprung war, der nicht geklappt hat. Oh, was kriege ich denn diesmal dafür? Zwei Säckchen Sternenstaub, na immerhin. Ja, ich bin eine Enttäuschung. Ich schaffe das nicht zweimal hintereinander. So, okay, damit haben wir aber das auch erledigt. Dann ist da eine, unten eine Nebenmission, die ich mir mal angucken möchte. So. Irgendwo da. Ja. Da ist ein Plinfer. Und da ist ein Rundblatt, das ich nicht bekommen darf. Du gehörst doch zum Forschungstrupp, oder? Hilf mir mal bitte kurz. Oh, ein Plinfer. Das heißt, ich krieg hier Plinfer. Aber gut, das habe ich durch Empoleon ja schon gesehen. Dieses Pokémon hier scheint so hungrig zu sein, dass es sich nicht vom Fleck bewegen kann. Ich habe schon versucht, es zu füttern, aber es will einfach keinen Happen zu sich nehmen. Auf Kullerbohnen scheint es zwar irgendwie anzuspringen, aber wenn ich sie ihm hinhalte, frisst es sie trotzdem nicht. Stellen wir etwas her. Hm. Aber klar doch, wir können versuchen, den Geschmack der Kullerbohne etwas zu verbessern. Dann probiert das kleine Plinfer sie bestimmt. Dass ich darauf nicht selbst gekommen bin, obwohl ich dem Produktionstrupp angehöre, ist schon eine schwache Leistung. Richtig. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung, also dementsprechend alles gut. Alles in Ordnung. Vielleicht wäre ein Kullerbohnenköder genau das Richtige. Könntest du eine Portion herstellen? Die Anleitung dafür gibt es im Handwerksladen zu kaufen. Das ist ja das Coole an der ganzen Sache gerade. Ich würde gern das Rundblatt nehmen, danke. Oh. Schanera! Schanera! Ich brauche jetzt noch keine Kullerbohnen-Sachen. Ich will erstmal dieses Schanera. Apropos, habe ich nicht noch ein Hytera offen? Zentnerbälle. Hab ich gar keine Tonnenbälle mehr? Oh, das gibt's ja nicht. Wo sind denn meine Tonnenbälle? Kann ich wenigstens was herstellen? Ich habe doch nicht etwa keine Tonnenbälle mehr. Ich habe keine Tonnenbälle mehr. Nein! Ja, dann müssen wir mal versuchen, was passiert, wenn ich jetzt hier einen Hyperball von hinten raufwerfe. Ach stimmt, die habe ich ja alle bei Zwirfinst gelassen, die Tonnenbälle. So. Ah, nee, ja, nee. Aber es sieht nicht so aus, als wäre es unmöglich. Hm. Ich brauche wahrscheinlich wieder bloß ein bisschen mehr Eisenerz für das Ganze. Na? Düdelüdü. Boing. Ho, ho, ho. Und ja! Ich habe einen Schanera. 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 Übrigens, ich würde ja am liebsten mal wieder ein Soundboard wiederbeleben, aber auf eine andere Art und Weise als sonst. Ich hätte mal richtig... Ah, jetzt sieht man... Ich muss mich wirklich mal wieder woanders hinschieben. Wo schiebe ich mich denn jetzt am besten hin? So? Aber dann bin ich wahrscheinlich auch wieder irgendwo im Weg. Ich glaube, ich bin generell im Wege. Ich glaube, ich sollte das lassen mit der Kamera. Aber... Da ist noch ein Remoraid. Schön, schön. Für das Remoraid. Jetzt, okay, Azurglanzstein sehe ich jetzt. Ich stelle mich, glaube ich, erstmal... Ich werde mich mal wieder nach oben schieben erstmal. Schrecklich. Am besten nehmen wir den Exido und schieben ihn woanders hin. Oder wir machen ihn wenigstens kleiner. Ich glaube, das würde schon wesentlich helfen. Ich glaube, ich bin einfach zu groß für dieses Bild. Dementsprechend... So. Das ist doch schon besser. Zwar auch noch nicht so das wahre... Das kriegen wir hin.
erstmal gehe ich wieder zurück zu unserem Lager hier. So. Da haben wir eine Kiste. Und in dieser Kiste befindet sich doch nicht etwa schon... Aha, ein Bohnenköder. Davon brauchen wir ja nur einen. So, das haben wir. Außerdem... Die Zeit, die nehme ich mir. Das muss ich selber mal gerade überlegen. Das müsste sein, dass ich hier was abschneiden kann. Na. Bip. So. Jetzt bin ich nur noch klein und in einer Ecke. Das reicht völlig. So. Ich könnte mir oben noch was abschneiden. Aber das machen wir jetzt nicht. Das ist alles gut. Wie es ist. Also es ist, wie es ist. Gut, kann man sich drüber streiten. Aber ich nehme ungesagtes Feedback gerne entgegen und versuche mich danach zu richten. So. Shauna. Das Schaf. Gibst du Plinfer einen Bodenköder? Bodenköhner? Nein. Super, dann nur zu. Fütter es damit. Jetzt muss ich ihn nicht... Muss ich es nicht mal damit beschmeißen. Fahr? Plinfer? No. Nam, nam, nam. Klasse, der Bodenköder scheint ihm zu schmecken. Plin? Oh, es hat alles ratzeputz aufgefuttert. So gefällt mir das. Plinfer ist mir richtig ans Herz gewachsen. Ich kann es einfach nicht hier allein lassen. Deshalb kümmere ich mich zu Hause im Dorf um es. Werde ich mich um es kümmern. Zu Hause. Im Dorf. Kann ich es jetzt bitte ansprechen? Und kriege ich einen Pokédex-Eintrag dafür? Ich krieg nicht mal einen Pokédex-Eintrag dafür. Also, nicht mal, also es zählt nicht als gesehen. Was ist das für ein komisches Spiel? Was ist das für ein Spiel, in dem man einen Plinfer sieht und keinen Plinfer gesehen hat? Ich finde das unlogisch. Das ist so... Ich habe doch dieses Plinfer gesehen. Ihr habt gesehen, wie ich dieses Plinfer gesehen habe. Ich habe dieses Plinfer sogar mit einem Bohnenköder gefüttert. Und hier, ich kann nichts tun. Ich kann es nicht anvisieren. Gibt's da einen Trick, den ich nicht kenne? So, hier sind noch Bäume. Hier ist noch ein Königsblatt. Wird mal alles mitgenommen. Ich werde auch noch wahrscheinlich für neue Tonnenbälle werde ich Material brauchen. Außerdem haben wir hier noch offene Missionen. Dünne Luft, das ist mir erstmal egal. Der Geschmack von Honig. Strapazenhain, Wadribi, ist okay. Kriegen wir noch irgendwann. Octillery's Tinte dürfte jetzt eigentlich erledigt sein. Sumpfland, okay. Der Rest ist also Sumpfland. Ja. Gut, gut. Hier gibt's noch einen Stein mit... dann nehmen wir Garados für. Mit einem Georock. So. Übrigens, ich bereue es mittlerweile, dass ich dieses Spiel auf Deutsch und nicht auf Englisch gespielt habe. Denn anscheinend gibt es in der englischen Version einen wunderschönen Witz. Also ein Easter Egg, wenn man so möchte, ein Meme. Und zwar habe ich ja erzählt, also habe ich ja selber schon dieses Geräusch gemacht, als ich Sir Peise gesehen habe. Und zwar und tatsächlich haben sie in dem, wie soll ich sagen, also haben die englischen Übersetzer in der englischen Version tatsächlich dem Pokémon, also ja, Sir Peise eine Voiceline, oder nein, nicht eine Voiceline, eine Textbox spendiert. Oh wei, wei. Nein, ich brauche keine Zeppeline mehr, glaube ich. Ich glaube, der
Eintrag ist erledigt mittlerweile. So. Gucken wir uns das lieber nochmal an. Ich möchte nichts Falsches gesagt haben. Aua. Dafür muss ich mich nicht ranschleichen. Okay, ja, vervollständigt. Alles klar. Aua. Klick, klick. So, ich könnte ja auch einfach mal in diese andere Basis gehen und, wie sieht's hier aus mit... Nee, auch vervollständigt. Alles gut. Wie sieht's denn eigentlich aus? Ich könnte doch in die Basis und dort könnte ich mir... Was ist hier? Vervollständigt. Alles klar. Da könnte ich die Zeit auf Tag umstellen, aber dann würde das auch für mich heißen, dass ich... Oh. Oh. Stimmt, wir können ja auch Bojelin mal... Das ist doch ein Bojelin. Oh. Es sieht mich. Es sieht mich. Es sieht mich. Okay, dann sollte ich mal... Oh. Ach, da gibt es ja auch einen Vollmond. Ist das nur im Sumpfland oder kann man überall Dings entwickeln? Osaluna, also Osaring zu Osaluna. Das wäre ja jetzt mal interessant zu wissen. So. Ich hoffe, ich werde bald nicht mehr... Also ich werde auf jeden Fall das Pokémon hier noch brauchen. Genau, dreh dich erstmal weg. Ich brauche Bojelin ja bestimmt noch. Für irgendwas. Bojelin? Du hast kein Problem damit, jetzt einfach in diese Richtung weiterzulaufen und nicht mich anzugucken, stimmt's? Du willst mich gar nicht angucken. Du magst mich ja noch nicht mal. Oh! Ja, so sollte das nicht passieren. Ah, Mist. Nein! Ich will doch nicht angegriffen werden, aber es ist übrigens schon wieder... Es ist... Ach... Es ist gerade irgendeine Tageszeit, die ich nicht sehen kann, weil ich die ganze Zeit im OBS gucke. Es ist morgens. Das ist schön, dass es morgens ist. Oh. Bojelin, bitte verfolg mich jetzt nicht. Was haben wir denn hier eigentlich noch so alles? Oh, wir haben wieder einen strauchelnden Strauch. Baum. Und in dem ist ein... Natürlich, ein Bomi. Wieder mal. Und anscheinend hat sich auch ein Staravia dazu gesetzt. Dann setzen wir erstmal nur Biss ein. Das reicht von der Attackenstärke her. Ich meine, unser Gyarados ist da wirklich stark genug mit Level 61. Apropos, ich würde gerne eigentlich noch ein Simsalau heute fangen. Mal gucken, ob wir dazu kommen. Erstmal möchte ich ja hier in dem Gebiet noch ein bisschen was weitermachen. So. Dididip. Zum Beispiel mir ein Bojelin fangen. Also Bojelin wäre ja jetzt super, wenn ich einfach mal eins fangen könnte. Aber dazu müsste ich mich hier irgendwo verstecken. Oh, das ist ein Enton. Das ist kein Bojelin. Okay, schauen wir uns das mal an. Da drüben ist ein Bojelin. Und das Bojelin kriegen wir in einen Zentnerball. Wenn wir... den Zentnerball richtig werfen. Klingt komisch, ist aber so. Aber hier kommen schon wieder diese lila Schattierungen zum Vorschein oder diese rosa Schattierungen oder wie auch immer man das sehen möchte. So, Bojelin gefangen. Okay, damit haben wir das schon mal. Dann haben wir hier ein bisschen Eisenbrocken. Alles soweit gut. Fukano wollte ich noch. Ich darf hier noch nicht weg, ich brauche noch Fukano. Fukano! Könnte ich sogar abspielen. Habe ich bereits für mein Soundboard. Ich habe heute eine Folge Pokémon Johto mir angeguckt, die erste. Und da war auch ein Fukano von einer Officer Rocky dabei. Den Sound hätte ich schon mal. Ich hätte sogar einen Feuerriegel drin gehabt, aber das wurde immer von irgendwelchen anderen Geräuschen übertönt und dementsprechend habe ich das mal weggelassen. Hallo Staralili. Hi Staralili. Hä? Klang gerade komisch. Na, ist hier noch irgendwas?
Eine Blume. Das ist eindeutig eine Blume. Eine nichtssagende Blume. Blum, blum, blum. Ist hier oben noch was? Ja, hier gibt es noch mehr zum Sammeln. Aber ansonsten sieht es hier ziemlich leer aus. Jetzt im Moment. Dafür haben wir hier wieder ein Königsblatt. So. Da ist ein... Das ist ein Hythera. Ein Hythera. Ich brauche noch ein Hythera. Aua. Ich finde ein Hythera super. Ich will ein Hythera. Ich muss es wahrscheinlich füttern. Also bitte, lauf mir nicht weg, Hythera. So. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Oder habe ich ein Problem gleich? Da kann ich mich nicht drin verstecken. Das könnte hohes Gras sein. Das könnte ziemlich niedriges hohes Gras sein. Das ist kein hohes Gras. Das ist ziemlich niedriges Gras. So. Ja, ich wusste es doch. Ganz ehrlich. Ausgerechnet, dass die Vorentwicklung von Chanera soll dir... soll durch Füttern nicht, aber wie viel muss ich es füttern? Mit Nahrung füttern? Okay, dafür gibt es 5 Punkte. Ich könnte noch 3 weitere kriegen. Also insgesamt 8 Punkte, wenn ich es füttere und fange, ohne entdeckt zu werden. Und dann muss ich nur noch 3-mal Kulleraugen ansehen. Okay, easy. Na? Nein! Nein, nicht in die Richtung solltest du dich umdrehen. Renn doch nicht ins Wasser. Du wirst sterben. Es wird tot sein. Es wird gestorben sein. Ich wette, es ist tot. Es ist einfach in die Fluten. Es hat sich umgebracht. Nur wegen... Oh, da ist es. Da ist es wieder. Quatsch. Vonera, habe ich Hythera, habe ich Vonera? Was habe ich denn eigentlich zu dem jetzt gesagt? Habe ich das jetzt falsch genannt? Also auf jeden Fall meine ich, es ist ein Vonera. Es rennt in die Fluten. Ich dachte schon, du wärst tot. Ich hatte solche Angst um dich, Vonera. Oh oh. Nicht schon wieder. Nein, jetzt rennt es bestimmt weg und ist ganz... Also, ich glaube, jetzt haut's ab und wart nie wieder gesehen. Wenn das so wäre, dann wäre ich jetzt richtig traurig. Aber momentan steht's da noch menacingly, boshaftig. Aber ich glaube, wenn es mich noch einmal sieht, dann sind meine Chancen dahin. Ich wünschte, es würde sich einfach nur nochmal umdrehen. In irgendeine andere Richtung gehen. Und dann kriege ich nochmal die Chance, es zweimal zu füttern. Und dann schmeiße ich aber auch jeden Ball auf es. Also irgendeinen Ball auf es. So. Genau, geh da rüber. Sehr schön. Guck mich nicht an. Ich schmeiß diesmal wahrscheinlich ganz früh eine Beere. Und hoffe, dass es... Oh, dass es drin bleibt. Ja, es bleibt drin. Oh, ich habe ein Vonera. Vonera, Vonera. Eigentlich war es Chanera. Ich weiß nicht, wie dieses Pokémon macht. So weit war ich noch nicht im Anime. Aber vielleicht hole ich das nach. Ich werde zwar im Schnelldurchlauf durchgucken... sodass ich... Ja, eigentlich geht es mir nur um die Pokémon-Rufe, die ich gerne mal in einer Soundbar haben möchte. Und dann werde ich jedes Pokémon... Oh, warte mal. Jetzt haben wir hier ja noch Griffel. Die kann ich ja auch langsam mal fangen. So, Nummer 1. Die kann ich doch bestimmt auch füttern. Natürlich füttert man die. Plopp. Es ist auf einen Baum geklettert. Und es kommt nicht mehr raus.
Wow, das ist Expertise, würde ich das mal nennen. Holy moly, das ist wirklich. Okay, schaffe ich es jetzt, dieses Pokémon auch zu fangen mit irgendeinem meiner Bälle oder prallt er am Baum ab? Klopf, klopf. Das gibt's nicht. Ich habe jetzt haufenweise Zentnerbälle verworfen, weil es im Baum steckt. Yo, jetzt ist es weg. Game Freak, tolle Arbeit. Danke, danke. Ihr habt mir gerade, also dank eurer tollen, wunderschönen Arbeit an diesem Spiel, ist mir gerade ein Griffel entwischt. Durch die Griffel gegangen, könnte man fast sagen. Oh Mann. Jetzt habe ich extra so viele Bälle verworfen, nur um einen Griffel nicht zu bekommen. Auch wenn einer gereicht hätte, um zu merken, das wird nix. So, was muss ich eigentlich für Ambidiffel tun? Und reichen Hyperbälle. Okay, Einsatz von Doppelschlag, Eisenschweif, Krafttechnik. Also hier ist es wirklich, hier geht es nur darum, es zu fangen und, yo, erstmal abzuhauen. Erstmal abzuhauen, es dann zu fangen irgendwann. So, dreh dich wieder um. Und dann, oh, nee, nee, nee. Habe ich eigentlich die Materialien da um? Ja, ich kann Tonnenbälle herstellen. Ich kann Tonnen von Tonnenbällen herstellen. Und das muss ich vielleicht auch, weil mir die Zentnerbälle ja leider ausgegangen sind fast. Warum nur? Nein, schon alles völlig in Ordnung. Alles völlig in Ordnung. Das ist dann eben passiert. Schuldeigen, würde ich sagen. So. Okay. Wenn es jetzt so weiterläuft, ist das alles gut. Boah, diese Riesengriffel. Boing. Ey, als ob es damit die Bälle auch wegschlagen könnte. Und ich habe Ambidiffel auch gefangen. Sehr gut. Dann kann ich mich irgendwann mal darum kümmern, seinen Pokédex-Eintrag zu vervollständigen, denn da ist ein Moterpel, was überhaupt nichts damit zu tun hat, dass ich den Eintrag vervollständige. Da ist wohl wieder ein Griffel im Baum. Ich glaube, das machen die öfter. Ich glaube, die haben da so einen Hang dazu. So, Sananabären. Ne, wir haben auch Himmibären. Wir haben aber auch noch die ganz alte, übliche Sinelbeere. Und die reicht mir dafür auch erstmal. So, und da wir so viele Griffel hier füttern können gleichzeitig, machen wir das auch mal. Dann geht das alles ein bisschen schneller. So. Sehr schön. Wie hier auf einmal Musik spielt. Das bin ich gar nicht gewohnt von dem Spiel. Ja, viermal mit Nahrung gefüttert und wir sollen insgesamt achtmal. Okay. Fünfmal. Kein Problem. Vielleicht haben wir sechs und sieben. Ja. So, okay. Jetzt, wenn das noch frisst, dann haben wir achtmal. Und dann sind wir damit auch schon weiter durch. Und haben dann, gucken wir mal, ich könnte zum Beispiel, wenn ich, also jetzt hätte ich ja rein theoretisch erstmal 8 Punkte. Das heißt, wenn ich die beiden da fange, dann, also wenn ich einmal das mache, und das funktioniert sogar, und dann gleich noch was anderes mache, dann habe ich wieder einen weiteren Pokédex-Eintrag. Und das mache ich nämlich hier. Nicht! Nicht so! Renn doch nicht weg, du Vieh! Schon wieder an einem Griffel einen Ball unnötig verschwendet. Zack, zack, zack. So, hier haben wir nur einen Geostein. Ein Geoklein. Geolino, könnte man sagen. Ein Georg.
Ich glaube, es gibt bestimmt irgendeinen Trainer, der seinen Georock Georg genannt hat. Oh Gott. Ein Vadribi. Ist es ein männliches oder ein weibliches? Also erstmal nehmen wir uns die Aprikokos hier. Ich glaube, das ist ein männliches. Ich brauche aber eher ein weibliches, wenn ich mal Honweisel haben will. Es wäre jetzt natürlich unschön, aber es sieht aus, als wäre es einfach nur ein männliches. Das ist aber schade. Die weiblichen haben nämlich einen kleinen Unterschied. Registrierte Form. Ich habe sogar nur eine registrierte Form bisher. Ich würde sagen, dieses Vadribi ist leider für mich uninteressant. Aber es gibt hier ja noch mehr. Vielleicht gibt es hier ja sogar noch irgendwo ein Weibchen. Wir finden hier gerade noch mehr von denen. Vielleicht gibt es ja auch nicht so viele von denen. Was ist das denn? Ah, Funkelhonig. Okay. Das sieht auch nicht aus wie ein Weibchen. Das sieht auch nicht aus wie ein Weibchen. Weibchen erkennt man ganz gut. Wahrscheinlich ist auch schon mal aus einem Baum ein Weibchen gesprungen und ich habe es leider nicht gefangen. So. Okay. Dann wollen wir mal gucken, was hier aus dem Erzvorkommen springt. Und außerdem sollte ich mich, glaube ich, mal langsam wieder auf den Weg machen, nach Fukanos zu suchen. Denn es wird schon wieder in Richtung Abend, wie es aussieht. Also werden wir uns jetzt mal hier nicht mit diesen Sachen aufhalten, sondern jetzt gibt's erstmal... Oh, Schwarzau geht schon wieder. Für den Fall, dass ich mal wieder ein Sichlord zu entwickeln habe. So, jetzt geht's hier einfach mal geradeaus, 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 aus, aus. Hauptsache, meine Konsole geht jetzt nicht geradeaus. Also ich bin gut durchgekommen bisher. Ich glaube, ich habe... also ich habe das Spiel, seitdem ich es angefangen habe, habe ich es seitdem schon mal irgendwann beendet? Also, sprich, bin mal rausgegangen und dann wieder rein? Ah ja, einmal wahrscheinlich, ja, wegen, einem Spielstand für Diamant, also, ja, klar. Für Diamant und Perle bin ich ja mal rausgegangen. Okay, jedenfalls... Bisher ist es mir trotzdem auch nach einer längeren Session ohne Neustart nicht abgeschmiert. Und das wird wahrscheinlich jetzt auch nicht passieren irgendwie. Aber ich wollte es nur mal in den Raum schmeißen, es könnte ja. Andererseits, hier wird automatisch gespeichert. Selbst wenn es passiert, juckt mich das gerade ein bisschen herzlich wenig. So, wir haben Moterpel. Döp, 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 döp. Gibt es jetzt hier gerade noch Vulcano? Ansonsten stelle ich mal die Zeit ein bisschen um. So, was haben wir hier noch? Fitlauch. Hier haben wir wieder ein paar Kätzchen. Wir haben Vulpix mal wieder. Alles da, wie es gehabt war. Ah! Nur das Charmiaumiau scheint mich nicht zu mögen gerade. So. Und hier gibt es mal wieder gerade Nolofukano. Nope. Also ich wage bald daran zu zweifeln, dass es hier wirklich Fukano gibt, aber schauen wir mal. Erstmal holen wir hier was vom Baum. Es ist ein Burmi mal wieder. Ja, muss man damit rechnen wohl. Bis für Bomi. Und dann, glaube ich, werde ich mal den nächsten Mittag abwarten. Gyarados setzt Knirscher ein. Gyarados setzt Klatscher ein. So. Dab, 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 dab. Hey, jetzt gibt's auch Pudox. Ah, jetzt kann ich jetzt nicht mehr, jetzt kann ich ja gar nicht mehr schnell reisen. Also werde ich erstmal abhauen. So, jetzt kommen hier wieder die, Krähen. So. Ich könnte natürlich auch von Klippen springen. Das muss ich ja jetzt erstmal nicht. So, jetzt kann ich wieder schnell reisen. Dann schnell, Schnellreise zur Strandbasis.
Und dann heißt es ausruhen. Bis zum Mittag. Außerdem könnte ich mal mein Pokémon-Team ein wenig abändern. Ich könnte auch mal wieder ein paar Items einlagern. Das mache ich auch noch. Wir haben schon wieder einen Wasserstein bekommen. Ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Evolutionssteinen, Leistungssand und so weiter. Da noch, boah, was ich an Evolutionssteinen bekomme. So, das, 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 das. Die Aprikokos können auch erstmal ruhig weg. Löchrige Aprikokos haben wir mittlerweile ein paar mehr. Die Nuggets und die Sternenstäube, die werde ich mal sicherheitshalber nicht in der Tasche behalten. Das kann weg. Meistersamen brauche ich gerade nicht. Habe ich schon. Auch ohne das Item. So, wie sieht's denn hier aus? Wir können wieder. Oh, wir können wieder ordentlich herstellen. Wir haben Eisenbrocken. Würde ich aber erstmal unterlassen. Ja, der sagt immer, wir haben nicht genug Waren. Ja, ich weiß. Dann muss ich ins nächste Gebiet, damit wir das wieder bekommen. Kulleraugen könnte ich ja mal trainieren. Dafür können wir erst einmal Stalos rausholen. Wir können auch Kadabra, glaube ich, mal wieder reinholen. Ich würde sagen, Salmagnes ist jetzt mittlerweile vollständig. Gyarados brauchen wir jetzt auch, glaube ich, zwangsläufig erstmal nicht. Octillery ist auch okay. Ambidiffel könnten wir rein theoretisch mal aufbessern. Wobei ich sagen würde, ich gehe mal so weit, dass ich ein paar Evoli mitnehme. Von denen, die ich gefangen habe. Die beiden hier zum Beispiel. Aus einem mache ich ein Felinara, aus einem mache ich kein Felinara. Gucken wir mal, ob es möglich ist, diese Entwicklung auch irgendwann zustande zu bekommen, indem wir, ohne sie zu richtig zu trainieren. Außerdem Vonera könnten wir entwickeln und wir wollten ja noch Kulleraugen einsetzen. So, dementsprechend versuchen wir es mal da. Vielleicht haut ja das Charmian nicht ab. Es haut ab. Okay. Na dann werfen wir Vonera lieber gegen einen Baum erstmal. Außerdem können wir ja auch noch jetzt erstmal nach Fukano suchen. Ja, so läuft das bei mir hier. So, wie lange sind wir schon wieder am Aufnehmen? Oh Gott. Viel zu lange schon wieder. Oh! Da oben ist ein Staraptor. Oh, komme ich da ran? Ich weiß, ich sollte mich mal auf die wichtigen Dinge des Lebens konzentrieren, aber ich schaffe das irgendwie nicht. So, außerdem haben wir doch so eine komischen Flügelbälle. Oh. Okay, da oben. Wieso hat sich das jetzt so sehr bewegt, so stark? Ich gucke erstmal, wo ich denn hin muss. Oh nein. Ja, so kann das nichts werden. Dann werden wir Volnera doch mal in den Kampf Kampf schicken gegen ein Papinella. Und sehen, das könnte vom. Könnte ungefähr hinhauen. Dann geben wir erstmal Kulleraugen. Geben wir ihm erstmal ein paar Kulleraugen. So, nochmal. Ich glaube, dreimal muss ich es einsetzen. Dann würde mir das schon reichen. Ich könnte es sogar noch entwickeln. Dann kriege ich noch mehr Punkte dafür. Oh, es kann sogar Weichei. Das ist gut. Wenn es Weichei kann, dann ist das sehr gut. Oh, wie süß es gerade stirbt. Dann wollen wir doch mal Weichei einsetzen und danach Diebeskuss. Ach stimmt, es kann ja Diebeskuss. Oh nein, es wurde paralysiert. Das Arme. Mein armes kleines Vonnierlein. Mein Vonny-Proppen. Oh, wenn ich Zeit hätte, würde ich euch allen Nicknames geben. Ja, noch mehr Stachelspore. Oh. Diebeskuss. Oh. Das hat schon mehr abgezogen wieder. Stachelspore. Los, mein kleines Vonny. Moni, Moni. Ja, das hast du gut gemacht.
Knutsch ist tot. Sehr schön. Okay, nächster Einsatz gegen... Ich würde sagen, ich versuche es mal da zu halten. Irgendwie, entweder sind das die Wolken, die vorbeiziehen, oder mein Dings bewegt sich, mein Cursor. Oh, das war daneben. Versuchen wir es mal weiter unten. Ich will den so haben. Könnte der Cursor sein, könnte aber auch der Rest sein. Ja, oh! Bitte bleib drin. Nein! Oh, cool, 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 wenn ich jetzt so weitermache. Ja, ich habe einen Staraptor. Ein Straptor. Ich habe einen Straptor gefangen. Gefangen, während es in der Luft war. Gab extra Punkte. Natürlich gab das dann extra Punkte. Okay, damit haben wir uns auch schon mal einen Straptor gefangen. Strap, tap, tap. Strip-didel-di-dap-tor. So. Jetzt kommt mal Vonera noch zum Einsatz, um mir Eisenbrocken und Schwarzglanzstein zu holen. So. Gibt's hier irgendwas Fukano-mäßiges? Nein, das ist wieder kein Fukano. Das ist immer noch Vulpix. Ich möchte doch nur Fukano haben. Wupp. Okay, da gibt es erstmal wieder ein paar Brocken. Charmian, Charmian. Tja, Fukano-Glück habe ich hier anscheinend gerade nicht. Habe ich schon mal irgendwo ein Fukano im Pokédex stehen? Eigentlich müsste das ja relativ irgendwo... Na? Irgendwo hier unten müsste es dann stehen, ist aber nichts zu finden. Ne. Gengar hatte ich nicht gefangen? Oh nein. So, außerdem wollte ich mir noch mal irgendwann schauen, ob ich einen Kikugi kriegen kann. Das ist so gemein. Man begegnet ja Pokémon. Warum können sie dann nicht auf ihrem Pokédex eingetragen werden? Ich finde das unlogisch. Ich mag das gerade nicht. Aber ich finde mich damit ab. Ich werde trotzdem irgendwann ein Fukano finden. Sage ich und hoffe. Vielleicht gibt es das für mich jetzt auch gar nicht mehr, weil ich irgendeine Entscheidung im, eine falsche Entscheidung in der Story getroffen habe. Deswegen kriege ich jetzt kein Fukano mehr. So, wie sieht's denn eigentlich aus mit dem Fundsachenforum? Hier war doch gerade was. Items? Okay. Rotes Sumpfland, Kraterberg, Hochland. Also ich würde mal sagen, ich gehe ins Obsidian-Grasland und ins Rote Sumpfland. Auf jeden Fall nochmal. Kann ich auch weiter Pokémon... Ups. Kann ich auch weiter Pokémon fangen zum Beispiel und Nebenaufgaben machen. Im Grunde mache ich ja jetzt eigentlich ja eher, bin ich ja hier für Nebenquests. Und gegebenenfalls, um meinen Forscherrang zu erhöhen. Und im Sumpfland kriege ich auch zum Beispiel noch ganz gut Eisenbrocken. Warum sollte ich das nicht nutzen? Hier auch noch ein paar. So. Außerdem auch das noch. So. Ich war schon am Überlegen, wie ich einen Kinoso kriegen könnte, von dem ich dann irgendwann einen vollen Pokédex bekomme. Und zwar, indem ich meinen Kikugi entwickle. Das geht ja zum Beispiel. Wobei ich ja meinen Kikugi-Eintrag trotzdem erstmal vollkriegen wollen würde. Denn es ist wahrscheinlicher, ein Kinoso zu bekommen, als ein Kikugi. Deswegen gehe ich heute zum Beispiel nochmal ins Grasland und versuche dort... Achso, ja eben, ich kann ja mal gucken. Hat Kikugi eine bestimmte... nee, die bevorzugten Bedingungen gibt es hier nicht. Im Kraterberg-Hochland soll es das auch geben, okay? Innerwald, Großmaulmoor, Kraterhochland. Ich kann ja auch mal das Krater, also das Großmaulmoor durchgehen. So, wie sieht's bei euch aus, ihr Bienchen, ihr Fleißigen? Das ist immer noch schön, dass das Elite da ist. Aber ich
ich werde jetzt hier erstmal das Gebiet verlassen. Reicht ja auch irgendwann. So, ja. Gleich mal 22 Pokémon gefangen. Ja, ich möchte darüber berichten. Ein Zwirrfinst darunter. Gerade die Entwicklungen, die Stein- und solchen oder Tauschentwicklungen eigentlich ja, die dann auch nur mit Item, die Item-Entwicklungen, ja, das wollte ich sagen, die sind wirklich Gold wert. So, oh, man kann Chanera ja auch mit Nahrung füttern, aber ich glaube, das ist ein bisschen, das ist viel. Andererseits, oh, das ist echt eine Menge, was man hier machen muss generell. So, wie viel haben wir bekommen an Punkten? Aha. Wir brauchen noch 670 für den nächsten Rang. Lässt sich, glaube ich, einrichten. Das ist jetzt gar nicht mehr so viel. Das sind drei vollständige Pokédex-Einträge von 0 auf 100 sozusagen. So. Ich wollte doch erstmal Octillery. Octillery. Octillera. Ja, schieß mal mit der Tinte los. Schieß mir ins Gesicht. Oh nein. So, verstehe. Moment mal. Octillery soll die Entwicklung von Remoraid sein? Bist du dir auch da auch ganz sicher? Aber die sehen doch völlig unterschiedlich aus. Aber egal, viel wichtiger ist ja, dass Octillery ungiftig sind. Ja. Gut zu wissen. Wodurch sich auch ihre Tinte problemlos verzehren lässt. Dann werde ich mal mein Glück versuchen. Jetzt wird fleißig Tinte gesammelt und dann geht's ans Eingemachte. Wie werden die denn gemolken, die Pokémon? Wenn meine neue Kreation fertig ist, musst du sie unbedingt kosten. Gerne. Sehr gerne. Nee, eigentlich nicht. Ich wollte jetzt erstmal ins Sumpfland. Es sind passenhaft Mokémon aufgetaucht. Es sind Kadabra aufgetaucht. Ja, wenn es Simsala wären, wäre cooler. Also, ich glaube. Warte mal. Oh, ich hätte es fast wieder vergessen. Ich will meine Aprikoko-Ernte abholen. Die Aprikoko-Ernte ist wichtig in diesem Spiel. Löchrige Aprikokos brauche ich, um Pokémon zum Schwanken zu bringen. Und ich habe momentan nur 11. Und Lehmbälle habe ich 3. Das ist viel zu wenig. Und wir haben auch wieder eine neue Aprikoko-Ernte. Und, was ist? Sind so ausgefallen, wie wir es uns erhofft haben. Es gibt keine löchrigen Aprikokos mehr. Irgendwas mache ich zu richtig anscheinend. Das gibt's doch nicht. Ich versuch's nochmal. Hand drauf. Oder ich warte mit dem Abholen zu lange. Zu wenig. Nicht, dass ich erst Löchrige kriege, wenn da irgendwelche von denen verfaulen. Ich brauch wirklich mal löchrige Aprikoko und ich weiß nicht, wo ich die kaufen soll. Hier kriege ich keine, oder? Nee. Das sind doch so wichtige Waren. So, was ist hier los? Ja, ich weiß. Nee, hier gibt es auch sowas nicht. Okay. Alles klar. Dann weiß ich auch nicht. Ich habe doch mal löchrige Aprikokos durch diese Anbausachen bekommen. Naja. Naja. Dann jetzt erstmal nicht. So, Ödnisbasis, ja. Außerdem muss ich ja irgendwo noch jemanden finden. Gucken wir mal, wer bei der Ödnisbasis zuständig ist. Also sprich. Ah, warte mal. Da sind verlorene Items. Die werde ich mir auf jeden Fall schon mal markieren. Da drüben sind auch noch welche. Okay. Und ich wollte die Missionsliste durchgehen. Erstmal jemand vermisst. So. Ist aber anscheinend. Was? Huch. Was stand denn da jetzt in dem Text? Mina zu finden im roten Sumpfland verschwunden. Okay. Wissen wir also gar nichts drüber. Das heißt, wir müssen höchstens hier schauen. Oh. Okay, hier kann man nach einem Schatz graben. Tue ich auch. Munterreiß 5-mal. Bringt mir nichts.
So, Bonera. Darf gerne was einsetzen. Ja, wenn ich jetzt hier auch nicht irgendwas Blaues sehe, dann... Nö, nichts Blaues. Ist das auch sowas wie Blau und Schlau? Habe ich denn eigentlich schon dieses Hypoterus gefangen? Also ein Hypoterus überhaupt? Ich glaube noch nicht. Ich kann es aber mal füttern und dann schauen, wie ich rankomme. Blub. Oh oh. So viel dazu. Nö, nö. So, hier ist ein Elite-Skuntank. Ah, hallo. Hab ich dich schon? Oh ja, ich hab es schon mal. Ich hab schon eine Elite davon. Okay, das reicht mir erstmal. Okay, jetzt muss ich also noch jemanden im Sumpfland finden. Oder warte mal. Oder war die Vermisstensuche im Sumpfland? Habe ich das nicht gemacht? War das nicht das... Die gesagt hat, ey, ich gehe doch wieder. Und dann hat sie sich gleich wieder verlaufen. Oh, oh. Irgendwo da oben wird das wahrscheinlich sein. Ja. Höp. Ich versuche mal, da irgendwie drauf zu springen. Vielleicht muss ich hier wieder Tricks einsetzen. Ich glaube nicht, dass ich es bis da hoch schaffe. Nee. Dann gehen wir mal außen rum. So schnell wie wir können. Okay, dann wird die Vermisstensuche, glaube ich, dann müssen wir nur noch Bericht dazu erstatten. Dann ist das ja umso besser. Alles kein Problem. Außerdem wollte ich dann auch noch irgendwann den Pin aufsammeln. Darf ich alles nicht vergessen? Wow. Oh, das sieht schön aus. Das Nebulak mit seinen roten Augen. So, hier irgendwo muss... Und da ist was. Ein Lehmball mal 5. Das ist schön, tatsächlich. Okay, zurück zum eigentlichen Ziel. Erstmal ein paar Items abholen von jemandem. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Keine Ahnung, ob Jan seine Items schon in der Zwischenzeit mal wieder zurückgekriegt hat. Aber jetzt spätestens bekommt er sie. So. Gern geschehen. Hat mich gefreut. Okay. Jetzt wollte ich die Missionsliste nochmal aufmachen. Und einmal gießen bitte wäre ganz cool. Ah, da kann ich mich noch... Momentan kann ich mich noch... teleportieren und das tue ich auch. So. Da bist du. Da bist du ja. Ich habe schon auf dich gewartet. Bitte wirf mal einen Blick auf dieses Mogelbaum. Es sah etwas kraftlos aus. Da habe ich ihm einige Beeren zu fressen gegeben. Mogelbaum! Mogelbaum! Ich weiß, das macht definitiv so im Anime. Das hat an seinem Zustand aber nichts geändert. Seltsam, oder? Es fehlt ihm bestimmt an Wasser. Das muss es sein, wo es doch schon wie ein Baum aussieht. Ja, wir wissen doch alle, Mogelbaum ist ein Pflanzen-Pokémon. Wenn wir es mit der Attacke Aquawelle bewässern, geht es ihm sicher gleich besser. Ich glaube nicht. Wieso denn? Ein Baum freut sich doch, wenn er gegossen wird. Mogelbaum! Bitte bring mir ein Pokémon, das Aquawelle beherrscht, damit Mogelbaum wieder auf die Beine kommt. Oh, das wird fies. Na, haben wir ein Pokémon, das Aquawelle beherrscht? Wir haben noch ein Pokémon, das Aquawelle beherrscht. Wir haben ein richtig fieses Pokémon, das Aquawelle beherrscht. Bitteschön. Hier, einmal Aquawelle von unserem Garados. Wunderbar. Damit wird es Mogelbaum im Nu wieder besser gehen. Wassermarsch. Wassermarsch. Ich spreche das mal nicht so aus, wie ich es denke. Wenn du meinst. Tja, wir wissen es halt besser. Mogel? Mogel! Tja, und nun kämpfen wir dagegen.
Los, Vanera, bekämpf diesen Baum, der viel größer ist als du. Liebeskuss. Wir haben auch nichts anderes als Liebeskuss mit unserem Vonera. Oh, seine Defensive wird erhöht. Da bin ich auch mal gespannt. Vielleicht sollte ich auf ein anderes Pokémon ausweichen. Ich möchte nicht, dass mein Vonera stirbt. Ja, ich möchte einwechseln. So. Und Kampf und Energieball ist schon ein bisschen fies gegen ein Stein-Pokémon. Welches Mogelbaum tatsächlich ist, denn es ist kein Pflanzen-Pokémon. Oh. Mogel? Könnte es etwa sein, dass du Wasser nicht besonders magst? Mo! Oh je, da habe ich dir wohl ganz schön zugesetzt. Das tut mir wirklich leid, Mogelbaum. Mogel? Bei dir möchte ich mich auch entschuldigen. Ich wollte Mogelbaum bloß helfen, dabei kannte ich es einfach nicht genug. Bitte streng dich bei deiner Arbeit am Pokédex an, damit auch Leute wie ich Pokémon besser verstehen können. Tja, gut so. Schwerball und EP-Bonbon. So, was ist die nächste Mission auf unserer Liste? Was mit Pilz? Was mit Pilz? Das ist auch woanders. Okay, dann ist meine nächste Mission wahrscheinlich nicht was mit Pilz. Nebenmission, was haben wir hier noch? Vermisstensuche im Sumpfland, da brauchen wir nur noch Bericht erstatten und ansonsten. Machen wir doch erstmal die, genau. Zeigen wir uns das so an. Ein Sumpf. Ah, einem Sumpf verlorener Talisman. Das ist doch gut. Dann werden wir den mal. Achso. Bevor mich das Elite-Pokémon verfolgt hat. In irgendeinem Sumpf verloren haben. Gut, dann gehe ich mal davon aus, das könnte gegebenenfalls das Poporote Moor oder das Großmaulmoor oder so sein. Wo war denn. Welches davon war denn das mit dem. Ach, hier! Da ist es ja! Und da ist ja auch ein Elite-Hypoterus. Und warum ist da auch noch ein Elite-Nebulak? Oh. Ich glaube, ich werde jetzt einfach erstmal diesen Talisman hier holen. Keine Ahnung, was da passiert ist, als der Bildschirm schwarz wurde. Ach ja. Oh. Warum ist eigentlich alles gerade so laut? Oder ist das. Nee, das ist jetzt lauter als vorher. Wieso ist das jetzt lauter als vorher? Das soll nicht lauter sein als vorher. Ich finde die Lautstärke-Sachen hier ein bisschen komisch. Aber es ist, ich hoffe, man hört mich noch. Alles ist gut. Piu! So. Alles super bisher gelaufen. Ja. Ja, so. Jetzt müsste es eigentlich so von der Lautstärke in Ordnung sein. Du hast es wirklich mit einem Hypoterus aufgenommen. Das ist ja unglaublich. Ja. Was liegt denn da? Stroh? Und warum hast du eine Maske auf? Oh, mein Talisman, endlich habe ich dich gefunden. Oh, ich sehe so dreckig aus. Ich finde das gut. Ich kann es immer noch kaum fassen, dass du extra für mich gegen dieses Hypoterus gekämpft hast. Das war echt nett von dir. Keine Sorge, ein zweites Mal werde ich meinen Talisman sicher nicht verlieren. Nicht nachdem du so viel Mühe damit hattest, ihn zu finden. Ja, sehr viel Mühe. So. Damit haben wir auch diese. Oh! Sorry, ich habe jetzt schon ein kleines bisschen. Boah. Mich erschreckt. Ratatatata. Elite-Pokémon und dann rennt das auch noch so um einen rum. Schon ein bisschen creepy. So, würde ich sagen, wir nehmen uns noch die Tetsuo-Sachen vor und dann sind wir hier, glaube ich, auch schon wieder fertig. Also mal davon abgesehen, dass ich immer noch nicht. Moment mal. Oh, wir können ja noch die Wollgraswiese untersuchen. Da ist ja noch was, was nicht aufgedeckt ist auf der Karte. Das würde ich jetzt mal machen, schnell. So.
Ach so, ja, jetzt kann ich ja hüpfen und sowas. So, da drüben. Also jetzt kann ich ja hier mal versuchen durchzuschwimmen. Ja. Schön hier, wenn man auf einmal schwimmen kann. Die Pachirisu-Ecke. Okay, da komme ich aber jetzt nicht hoch. Also muss ich hier doch noch einmal durchschwimmen. Da war gerade wieder ein Geisterlicht. Neben mir, links neben mir auf dem Berg. So. Hier sind noch ein paar Sinelbeeren zu holen. Da noch ein bisschen von dem Zeug. So. Kriegen meine Pokémon hier auch eigentlich Zuneigung, wenn ich einfach nur ein paar Schritte gehe? Das wäre jetzt gerade cool. Das war auch kein Wadribi, das ich suche. Oder hinten bewegt sich ein Baum. Da ist ein Dilili. Woop. Okay, und hier irgendwo soll wohl eine Tasche rumliegen. Da liegt eine Tasche rum. Da ist sie ja. So. Dann wollen wir doch mal schauen. Fundsachenforum. Ja, von Luna müssen wir auch noch die Sachen holen. So, Kraterberg, Kobalt, Obsidian. Okay. So, ich könnte ja auch mal wieder Vonera einsetzen. Ich weiß, Vonera entwickelt sich nicht durch Zuneigung. Oh, da war ein Bomadam drin. Oh, und dann auch noch Level 42. Ich glaube, Vonera ist weg. Ich wollte doch nicht, dass Vonera stirbt. Mano. So, ich bin entkommen. Aber um welchen Preis? So, ich wollte erstmal Vonera wiederbeleben. Das hat es nicht verdient gehabt. Wenn es nämlich ein Chanera irgendwann sein sollte, dann werde ich seine Zuneigung immer noch brauchen. Damit es sich dann auch zu einem Hightera entwickelt, auch wenn ich schon eins habe. Aber entwickelte Pokémon bringen, also sich entwickelnde Pokémon, bringen ja dann auch wieder Punkte für den Pokédex-Eintrag. Was mir die Arbeit bei Chanera ein wenig erleichtern könnte. So. Blum, blum. Okay, kein weibliches. Da kommt wahrscheinlich wieder bloß ein Bomadam raus. Das werde ich nicht riskieren. Nicht noch einmal. Ja, das ist wieder das gewesen. Ich glaube, ich gucke mir noch mal ein bisschen an, wo mich der Fluss hier hinführt. Ach so, ja, ich wollte ja sowieso die Wonnewiesen abgrasen. Da bin ich völlig falsch für. Also gehen wir mal wieder. Ich folge mal dem Fluss zu den Wonnewiesen. Geht das überhaupt? Dann müsste ich irgendwo hier hin und dann springen. Ich glaube, damit das lässt sich einrichten. Und hier gibt es ja auch noch Chelterror. So. Aber hier war das nicht. Ich glaube, das war so irgendwo anders. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Vielleicht hier drüben irgendwo war es. Sieht so ein bisschen nach dem Gebiet aus. Da drüben ist, ja, hier ist doch die Gumi-Entwicklung. Viscargo war das. Okay. So. Und irgendwo da in der Nähe war dann nämlich auch Torterra, Chelterra. Ach, da ist schon wieder ein großes Osaring. Und ich will da hoch. Dann springe ich erstmal auf diesen Stein. Haha. Und dann springe ich hier hoch. Hey, das funktioniert. Nice. So, hier komme ich so hoch. Die Teddiosa, die lasse ich jetzt erstmal. Da gibt es einen Fitlauch. Lauch, Lauch, Lauch. Weil ich ihn brauche. Den Lauch. Mhm,
Okay. Bisschen Eisen vielleicht rauskriegen. Ja, drei Eisenbrocken, das ist doch schön. So, eigentlich wollte ich hier doch drüber, damit ich wieder ins Wasser gelange. Ich wette, hier hätte ich auch irgendwie wieder rüberspringen können. Ich weiß aber noch nicht, wie ich das hätte angestellt. Vielleicht finde ich irgendwo eine Engstelle und kann das da mal ausprobieren. Oh, da ist ein Hornweisel. Dann muss ich mir ja gar keine Gedanken mehr machen, wenn ich ein Hornweisel kriege. Schlecht. Okay, Käfergebrumm, Tempotechnik. Exemplare besiegen und schwere Exemplare gefangen und sowas ist hier dabei. Okay. Weiß ich nicht, ob das schwer ist oder nicht. Aber ich könnte ja mal versuchen, damit hier dagegen einzusetzen. Auch wenn es Käfer attacken kann und dementsprechend das vielleicht nicht so gut ist. So, Sondersensor mal in der schwachen Variante, weil ich nicht weiß, wann es sterben würde. Oh, das ist gut. Dann noch ein Sondersensor und wenn der nicht krittet. Ich glaube, das hat sich gerade erledigt. Erstmal muss ich heilen. Im Top-Trank auch noch. Na, hoffentlich krittet es jetzt nicht nochmal. Muss ich nämlich nochmal. Ah, das ist ganz knapp. Hypnose. Vielleicht reicht das. Es setzt Silberhauch ein und... Oh! Noch ein Tropftrank, bitte. Das wird mir sonst zu unangenehm. Das war mir nämlich klar, wenn das Käferattacken einsetzt, dann ist mein Pokémon ziemlich hinterher. Dann ist das ganz schnell down. Und es war doch nicht etwa ein Volltreffer. Nein! Sagt bloß Schläfrigkeit macht die Defensive kaputt. Hoffentlich kriegen wir dann hier noch einen Hornweisel. Es war ja zumindest kein Elite-Hornweisel. Das könnte ein gutes Zeichen dafür sein, dass es nicht das einzige war. Oh, es kommt wieder eine Verzerrung. Aber bisher sieht das nicht so aus, als ob ich hier einen Hornweisel antreffe. Was jetzt gerade nicht so schön für mich ist. Oh, da gibt's Janmama. Da gibt's mal Janma. Jans Mama mag mal mag Janma. Oh Gott. Jans Mama mag manchmal Janma und manchmal nicht. So, dann wollen wir es doch mal versuchen, mit einem Hyperball von hinten zu nehmen, zu fangen. Und das hat funktioniert. Und hier würde ich auf den Tonnenball setzen. Aus Erfahrung, dass Elite-Pokémon da besser drauf reagieren. Rums. Ah. Boah, Jan Mega auch gleich mitgenommen. Ja, manchmal kann es so aussehen. Okay. Cool. Janma und Janmega gleich mal zusammen. Was kann ich denn mit Janma noch machen? Schauen wir uns das mal... Ach, Mann. Ich meine, schauen wir uns das mal an, wollte ich sagen. Abends gefangen, okay. Ah, ich habe schon drei von denen. Oh. Okay, wir haben dann mittlerweile 6 Punkte. Könnten rein theoretisch mit 3 Einsätzen von Antikkraft den Pokédex-Eintrag irgendwann vollkriegen. Ist jetzt nichts, was wir überstürzen müssen. Nichts Schlimmes. So. Und? Ist das ein Lilminip? Das ist ein Lilminip. Oh, das sieht so schön aus hier. Ausnahmsweise mal. Wenn ich hier drauf trete, tut mir dann irgendjemand was. Ah! Ja, aber nur Pokémon, die mich schon gesehen haben. War ich hier schon mal? Nee, Wollgraswiese. Nee, war ich noch nicht. So, was haben wir denn hier? Was kommt hier aus dem Baum?
Ah. Ah, leider ein männliches. Leider ein aufgeschrecktes männliches Wartribi. Schade, hätte ja auch ein weibliches sein können. Ich muss ja irgendwo noch ein Hornweisel herkriegen. Wobei ich zumindest gegen eins gekämpft habe. Das heißt, ich habe es mal gesehen. Ich habe mal mitbekommen, dass es die gibt. Nicht so wie bei Plinfa. Dass in einer, dass ich extra füttere, nur um dann, weiß ich nicht, damit es mir dann danach trotzdem unbekannt bleibt. Schrecklich sowas. Haha, haha. Da drüben gibt's Eisenbrocken. Und wenn ich jetzt von Stein zu Stein hier springe, wer weiß, was das. Über Stock und über Stein hau ich dir gleich eine rein. Nein, nein, das tue ich nicht. Keinem von euch hier. So, noch ein paar Sinnelchen. Sinelko, trinken Sie jetzt? Nein. Ich glaube, ich bin dann hier auch wieder in einem Gebiet, in dem ich bereits war. So. Das Einzige, was mir noch übrig bleiben könnte, was ich tun könnte, die Betonung liegt auf könnte, vielleicht sogar tue, ist mich der Raumzeitverzerrung zu nähern. So, hier haben wir wieder ein wenig Eisenbrocken. Ja, wenn ich hier hochkommen würde, wäre cool. Aber das Spiel will nicht, dass ich da hoch springe. Na? So, und da drüben ist also die Verzerrung. Ja, wie lange dauert das jetzt, bis die da ist? Ich möchte nicht wieder so eine lange Wartesession haben. Ich möchte da hier eigentlich, dass alles ratzfatz geht. Deswegen sammle ich zur Not einfach noch ein bisschen was. Da ist ein Tangoloss gewesen. Das brauche ich nicht. So. Und hier befindet sich auch noch ein Elite-Pokémon drin. Aber mir geht es eigentlich erstmal um diejenigen Pokémon, die dann gleich durch die Verzerrung kommen. Wenn denn Pokémon hier durch die Verzerrung kommen sollten. Wäre ja ganz schön. Aber klingt jetzt auch noch nicht so, als ob die Verzerrung nah ist, oder? Na? Ich bin mir echt nicht sicher, ob das Teil der Verzerrung ist, diese Musik hier. Ah, aber es doch eigentlich klingt so, als ob da gleich was passieren könnte. Die Blitze werden mehr. Bitte lass das jetzt nicht zu lange dauern. Komm schon. Ich habe extra gewartet, bis ich hierher gekommen bin. Viel darf nicht mehr fehlen. Ah? Ja? Das Gegrummel, das klingt. Ja, das klang doch so. Okay, alles klar. Okay, erstmal ein paar Sachen sammeln, ein paar Stücken. Das bringt dann nämlich Geld. Dann schauen wir mal. Okay, Luxio, Luxtra und sowas ist nicht unbedingt was, was ich brauche. Ah, ein Porygon! Das nehme ich mit. Das nehme ich gerne einfach mit. So. Oh, ein Evoli. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mittlerweile genug Evoli habe, aber ich denke, jedes Evoli zählt. So, Kampf machen wir erstmal Drift Zeppeli kaputt.
Zur Not auch mit Sondersensor. Hoffentlich stark genug, aber ich glaube eher nicht. Es wird das aushalten. Ja, definitiv hält es das aus. Evoli sieht sich aufmerksam um und wahrscheinlich wird gleich Drift Zeppeli angreifen und dann geht's richtig rund. Magieflamme. Ich glaube, das ist das, das am wenigsten effektive, was es jetzt hätte einsetzen können. Obwohl, ich werde wahrscheinlich mit Sondersensor dann nicht wirklich weiterkommen. Ich gucke mal, ob ich mit Barrierenstoß mehr Schaden mache. Rumsdi-Bums. Ja, hat auf jeden Fall gereicht. Alles super. Dann wird es wahrscheinlich als nächstes eine Kombination von Hypnose und Hyperball. Also die Hyp-Hyp-Kombination. Die Hyp-Hyp-Kombination, natürlich, so heißt die. Hyp-Hyp. 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 Ah, Dummy-Tier hat getroffen. Evoli wird schläfrig. Und setzt Barrierenstoß ein. Sehr schön. Die Defensivkraft wurde erhöht. Also es würde mir ja eine Chance geben, eine Attacke einzusetzen, aber ich niemals versuche ich das. Ist mir zu gefährlich. Es geht auch so. Wir haben wieder einen Evoli gefangen. Schön. Jetzt ist halt die Frage... Gehe ich erstmal auf Itemjagd, bis wieder ein schönes, interessantes Pokémon kommt. Tasche ist voll. Nein, ausgerechnet die Dubios-Disc. Oh. Okay, machen wir doch Folgendes. Wir setzen jetzt erstmal bei Evoli 3 S-Bonbons ein. So, und dann können wir die Dubios-Disc aufnehmen. Denn dann habe ich definitiv ein Porygon 2 und ein Porygon Z. Beziehungsweise, also ich kann mir die meisten von denen irgendwie... Ah, Mist, geht nicht mehr. Das geht auch nicht. Ja gut, aber die Pokémon brauche ich jetzt nicht zwangsläufig. Ich krieg auch... Oh, warte mal, da hinten ist noch ein Porygon. Wenn ich das wenigstens jetzt mit einem Flügelball treffen würde... Ah... Das war, das hat sich erledigt. Oh, ein Relaxo. Ich habe noch kein Relaxo. Ich glaube, was ich machen sollte, ist warten hier drin, bis die nächste Änderung stattfindet. Auch wenn... Ja, jetzt. Genau, auch wenn das natürlich gefährlich für mich sein könnte. So, vielleicht kriegen wir das sogar hin. Oh, nice. Ich versuch's einfach mal. Ne, wird nix. Das Pokémon ist im Wasser. Oh, ein großes Exemplar sogar. Ja, dann Flamara werde ich über einen Feuerstein auch kriegen. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ich will nur hier bleiben erstmal. Oh. Ah, verdammt, daneben. Ich hätte gern noch einen Evoli gefangen. Eine Amrena-Beere. Schlappohr ist ganz cool, aber dann dreht sich bitte doch mal um. Oh. Ah, nee, ist nichts geworden. Aber vielleicht hilft der Schwerball noch für das Evoli. Oh, klappte. Okay, wir haben... Oh, wir haben Bojelin. Das wollte ich auch noch mal haben, gerne. So. Oh, das war nix. Oh, ein Nachthaarer nochmal. So, meins. Das nehme ich doch gerne mit. Oh, schön. Oh, schön. Es ist egal. Hauptsache, ich habe die Pokémon erstmal. Ich habe die Bälle dafür. Ja. Okay, da haben wir gerade ein Luxtra gleich noch, das eventuell mein sein könnte. Da ist noch ein Porygon. Das Luxtra ist nichts geworden.
Gut, das ist weg. Noch ein Luxio. Warum nicht? Oh, noch ein Bojelin. Ich habe noch Bälle übrig, also alles gut. Und? Ja, Bojelin ist auch noch gefangen. Oh, nice. Schön. Okay, die Evolis entwickeln sich übrigens nach vielen, vielen Level-Ups immer noch nicht. Aber es war definitiv eine schöne Fangsafari gerade. Wunderbar. Dann gehen wir mal zur Sumpflandbasis rüber. Die ist eh gerade relativ nahe. So. Na dann, erstatten wir Bericht. Erstatte mir doch mal Bericht darüber. So, wir haben zwei Porygon. Das ist sehr cool. Ich weiß noch nicht, was Porygon 2 so alles hat. Ich glaube, ein Upgrade haben wir auch bisher noch nicht. Deswegen werde ich Porygon Z mir noch nicht holen. Okay, Azurglanzstein und Lehmball will es. Kann es droppen. Hier auch so Sachen. Himbeere und Vitalknospe. Interessant. Ist mal gut zu wissen. So, wir haben immer noch nicht unseren nächsten Forschungsrang. Wir sind noch nicht auf Rang 8. Kehren aber erstmal ins Dorf zurück. So, wie lange bin ich schon am Aufnehmen? Oh, so viel länger will ich ja eigentlich gar nicht machen. Aber ich würde gerne nochmal ins Obsidian-Grasland zurück. Einfach nur, weil es sich gerade anbietet. So, erstmal ein paar Items loswerden. Und zwar das. Oh. Also ich kann definitiv ein paar neue, schöne Sachen. Oh, ein Stromisierer, ja. Wenn ich irgendwann an einen Electek rankomme, dann ist das eine sehr gute Sache. So, das. Das Entwicklungs-Item kann da erstmal rein. Schwerball kriegen wir gleich. So. Dann kommt das hin. Die Kullerbohnen brauchen wir nicht. Ich müsste eigentlich genug Materialien für sehr, sehr viele Dinge da haben. Gucken wir mal. Nächstes. Was will ich denn jetzt eigentlich gerade abgeben? Eigentlich wollte ich doch hier sowas wie, der Geschmack von Honig? Nee, den haben wir nicht. Vermisstensuche im Sumpfland? Ja. Da muss ich das abgeben. Okay, machen wir. Gut, so. Da, du bist das. Eigentlich war ich auf der Suche nach verlorenen Items. Dass ich dabei selbst verloren gehen würde, hätte ich nicht gedacht. Auf den Spezialtrupp, Forschungstrupp ist jedenfalls Verlass. Ihr seid echt spitze im Suchen und Finden, meine Güte. Mina ist unversehrt und zurückgekehrt. Bei dir war ich wirklich an der richtigen Adresse, du wirst deinem Ruf mehr als gerecht. Mina ist noch neu im Sicherheitstrupp, zudem mangelt es ihr an Besonnenheit. Da mache ich mir natürlich schnell Sorgen. Es würde mich freuen, wenn du auch in Zukunft ein Auge auf sie haben könntest. Ah ja, Fumi, lass mal gut sein, das ist echt peinlich. Außerdem ist es ja nicht so, als würde mir das ständig passieren. Als ob. Sobald man dich aus den Augen verliert, muss man dich suchen gehen. Das war schon immer so. Bla bla, viel wichtiger ist doch, dass du, Hildegard, mich gefunden hast. Vielen Dank nochmal dafür. Ah, so, dreimal Sternenstaub dafür. Ja, wahrscheinlich kann ich mir auch die Taschen bald wieder vollhauen, indem ich sie größer mache. Ich muss mal gucken, wie viel Geld ich dafür kriege, dass ich ein paar Sachen verkaufe. Hier können wir ja zum Beispiel auch jetzt Sternenstücke herstellen. Immerhin eins. Kokeshi, zwei Stück. Ja, vielleicht sollte ich das auch mal machen. So. Dann verkaufen wir bei ihm hier, bei Taizo, das überschüssige Zeug. Okay, das für 5000. Wir haben irgendwo noch ein paar Nuggets. Drei Nuggets für 30.000. Ein Kometstück für 15.000. Der Dubios Disc ist nicht so viel wert. Düster Umhang ist nicht so viel wert. Das sind außerdem Sachen, die wir noch brauchen werden. Feuersteine.
Naja. Das werde ich auch nicht verkaufen. Das Linkkabel sowieso nicht. Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Sachen, die wir noch verkaufen können. So, zwei Sternenstaub. Wenn ich da mal gucke, habe ich... Ich habe 16 insgesamt. Ich glaube davon... ich kriege nicht so viele von diesen komischen Farbstücken. Also kann ich auch davon mal 10 verkaufen. Habe wieder 10.000 mehr auf der hohen Kante. Und dann gucken wir doch mal, was wir damit Schönes mit unserer Tasche machen können. Taschenvergrößerungen sind immer schön, auch wenn sie teuer sind. Mehr Sachen in die Tasche. Ja, unterrichte mich bitte für 26.000. Oh Gott. Ich sehe kommen, also irgendwann werden wir bei 100.000 landen. Und ich hoffe, dann ist es vorbei. 30.000. Ey, das ist so... Das ist Wucher. Das ist wirklich Wucher. Geht mal gar nicht. Was jetzt noch? 40.000. Ey, wenn ich dann 50.000 bezahle als nächstes, dann bin ich pleite. Bitte sag mir jetzt 50.000 und nicht 55.000. Das ist Wucher. Irgendwann wird das richtig Wucher. So. Ich sag's euch, mein Kontostand beträgt jetzt 2.706 Poké-Dollar. Wahnsinn. Wahnsinn, wie viel man hier an Geld lassen kann. Schrecklich sowas. Dagegen sollte es Gesetze geben. So, ich wollte noch Sachen herstellen, schnell. Außerdem wollte ich mal gucken, ob vielleicht die nächste Aprikoko-Ernte schon ansteht. Auch wenn ich die vielleicht nicht mir holen sollte. So, Tonnenbälle sind super gewesen. Nehme ich gerne wieder mehr, so dass ich 25 habe. Jetzt habe ich hier 38 Hyperbälle und 25 Tonnenbälle. Also für die... Oh! Sind wir denn schon wieder so weit? Das ist ja Wahnsinn. Okay, also... Ich weiß nicht, ob ich löchrige Aprikokos bekomme. Aber eventuell lasse ich die das nächste Mal wirklich länger stehen. So. Genauso ausgefallen. Ja, 14 löchrige, es geht doch. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, dass es manchmal klappt und manchmal nicht. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall mehr löchrige Aprikokos bekommen. Interessant. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Nach welchem Schema, welchem Muster. Zufall wahrscheinlich. So, was haben wir hier? Der Geschmack von Honig, das brauche ich noch. Was war denn mit Morell? Ach. Ah, ein prächtiger Pilz. Para 6 Pilz auf dem Rücken war hier gemeint. Okay. Können wir ihm definitiv anbieten? So. Wusstest du, dass derzeit Pilze erforscht werden, die auf Pokémon wachsen? Ich glaube, es handelt sich dabei um das Pokémon Parasect. Als leidenschaftlicher Pilzveteran mit 20 Jahren Erfahrung würde ich gern mehr darüber erfahren. Ich wäre dir daher sehr dankbar, wenn du mir einen Parasect fangen würdest. Ja, gerne. Habe ich schon. Irgendwo. Da ist es. Wählen wir das doch mal aus. Ja, ich möchte das Pokémon überreichen. Was für ein großer, prächtiger Pilz. So einen habe ich selbst in Galar noch nie gesehen. Ach, und wo ist jetzt das Parasect? Oder willst du mir etwa sagen, dass dieser Pilz... Und jetzt kommt das... Oh Gott, wenn es sich umdreht. Oh Gott. Creepy. Uah! Der Pilz hat sich umgedreht. Ach nein, das ist ja ein Pokémon. Das Pokémon hat sich umgedreht. Und doch lässt mich meine als Pilzveteran stark ausgeprägte Intuition an dieser These zweifeln. So stellt sich mir die Frage, ob es nicht doch der Pilz war, der sich soeben bewegt hat. Haha, was für ein Quatsch, sowas ist natürlich gar nicht möglich, dass sich ein Pilz bewegen könnte, weil er vielleicht eine Art Parasit ist. Ich finde das wirklich, ich finde ein Pilz als Körperteil eines Pokémon, welch ein abstruser Gedanke. Haha. Wir kennen den Pokédex-Eintrag von Parasect. Parasect ist in Wirklichkeit der Pilz. Der Rest davon ist...
fremdgesteuert. Wenn man so drüber nachdenkt, also ich finde die Vorstellung schon etwas... Also ich finde es gut, dass... Oh, das ist ein schönes Bild von einem Ponita. Ist mir noch gar nicht aufgefallen gewesen. Nee, aber auf jeden Fall, wenn man manche Pokédex-Einträge liest, dann denkt man sich wahrscheinlich auch mal, dass es gut ist, dass Pokémon so eine Anime-Ästhetik hat und nicht eine echtere Ästhetik, wie zum Beispiel in Detective Pikachu. So, ich wollte jetzt noch, bevor ich hier wieder mal Schluss mache für heute, eine neue Nebenmission, die könnten wir uns mal angucken. Außerdem gibt es hier auch noch was auf den Baumriesenwiesen. Oh, dann mache ich hier mal einen Stern hin zum Beispiel und den Strapazenhain. Am Strapazenhain hat also jemand was verloren, ach Mensch. So. Gehen wir doch erstmal zum Strapazenhain, da müssen wir sowieso noch hin. Also da gehen wir jetzt hin und da müssen wir sowieso noch hin. Ach so, das wird mir aber dann nicht angezeigt. Ach, sowas aber auch. Bin ich jetzt in der richtigen Richtung? Ja. Okay, ab zum Strapazenhain. Oh, zweimal Flittlauch. Das ist ja nett. So. Ja, vielleicht muss ich die Evolis dann auch nochmal trainieren. Aber nicht an diesem Damm hier, Plex, welches ich schon mal gefangen habe. Das dann zu einem Dummy-Tier wurde, welches ich immer noch sehr gerne einsetze. So, Strapazenhain liegt weiter in der Richtung. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach mal darunter ins Wasser springen. Leute, macht sowas nicht nach. Ich gehe dabei auch immer davon aus, dass ich wahrscheinlich Fallschaden kriegen könnte und bin immer froh, wenn es nicht passiert. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, und jetzt kriege ich nicht mal ein Wadribi von hier. Doch, kriege ich. Wadribi-bibi-bibi. Wo ist denn hier... Wo ist denn hier eine... Luna-Tasche. Ich suche nach einer Luna-Tasche, die ich mir dann gleich erhasche. Dafür muss ich mal mehr in die Richtung gucken. Okay. Sehe ich hier schon irgendwas? Ich sehe hier nichts dergleichen. Und würde dann auch mal das Symbol wegmachen und da meinen Pin hinsetzen. Dann habe ich vielleicht mehr eine Ahnung davon. Aha, hier ist die Luna-Tasche. So, alles klar. Bitteschön, Luna. War mir eine Freude. Dann können wir das noch machen. Also, wir sollen auf jeden Fall ein Wadribi von hier fangen. Wadribi, bibi, bibi. So, dann einmal so. Dann werden vermutlich Hyperbälle auf die... Oh, das ist ja ein weibliches... Was habe ich gerade getan? Was habe ich hier nur gerade getan? Ich möchte eigentlich, dass dieses weibliche Wadribi mein wird. Autschi. Ja, genau. Ihr seht mich nicht mehr. Doch, ihr seht mich immer noch. Aber trotzdem möchte ich gerne dieses... Oh. Dieses Wadribi hätte ich gern. Oh no. Oh no, ich muss glaube ich mal weg. Nein, 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 nein. Ich sterbe hier nicht. Ich sterbe hier nicht. Aber wahrscheinlich ist das Wadribi jetzt weg. Ich bin mir ziemlich sicher, das Wadribi ist weg. Und du armes kleines Wadribums. Ah, vielleicht könnte es da hinten noch stecken. Bitte lass da hinten noch ein weibliches Wadribums sein. Das müsste ich irgendwie da weglocken, aber sonst... Versuchen wir es mal. Na? Kommt nicht nah genug ran an den Pokesnack. Oh doch. Entschuldigung, ich gebe dir 9. Oder so.
Ja, genau, friss erstmal. Was ist denn da los? Warum kann ich das denn nicht? Warum kann ich das denn nicht überraschen dann? Oh, das ist jetzt schlecht. Oh nein, es ist geflohen. Das ist doch wohl. Oh, das ist ein Witz. Und jetzt stehe ich hier und kämpfe gegen ein Skaraborn. Schlecht. Ganz schlecht. Okay, erstmal einwechseln. Damit hier. Eigentlich könnte ich auch abhauen. Ich könnte es auch besiegen. Ich glaube, ich habe es ja schon mal gefangen. Oh, wei. Ja, ich glaube, ich besiege es einfach mit einem Krafttechnik-Sondersensor. Aber es ist trotzdem ärgerlich mit dem Wadrivi. Das wäre so ein schönes weibliches gewesen. Aber gut, Hauptsache ich fange irgendeins. Hauptsache, ich fange irgendwann irgendeins. Exemplare besiegt. Eins. Schön, schön. Da hinten ist ein Wadribi, das ich mir fangen kann. Da ist noch eins. Diesmal mache ich das richtig. So, und vielleicht darf ich die dann jetzt aber auch mal fangen, wenn ich die zum Beispiel von hinten treffe. Dreh dich bitte einmal. Oder geh irgendwo hin, wo ich von hinten mich anschleichen kann. Das wäre super von dir. Toll. Toll, toll, toll. Jetzt nur noch stehen bleiben. Ja, fein gemacht. So, Wadribibi. Aber ich hätte es vielleicht wenigstens registrieren sollen. Ja, registrierte Formen, weiterhin keine weitere. Darauf hätte ich achten sollen. Darauf hätte ich echt achten sollen, dass dann die weibliche Form auch registriert wird. Indem ich sie mal angucke. Nächstes Mal schlauer, nächstes Mal besser dran. So. Ups. Und dann wollte ich mir eigentlich ja noch ein paar von den Bäumen angucken. Die hier im. Die im Innerwald sind. Eventuell um ein Kikugi oder ein Kinoso draus zu bekommen. Kinoso wäre ja schon mal was Nices. Oh, da ist schon wieder ein Vonera. Jetzt auf einmal ist da. Da ist auf einmal ein Vonera. Und das Zubat, das werde ich mich. Dem werde ich mich mal entledigen. Ganz schnell. Und dann hole ich mir noch ein Vonera. Fange ich mir noch eins. Ich glaube, den Pokédex-Eintrag hatte ich schon, aber. Ja, wisst ihr, was besser ist als ein Vonera? Zwei Vonera. Und du nimmst mir das bestimmt nicht übel, Vonera. Wenn ich dir einen Schwerball hinwerfe und hoffe, dass du drin bleibst. Ah. Das habe ich definitiv. Verhauen. Nein, bitte geh nicht auf mich zu. Renn auch nicht weg. Flieh nicht. Also, flieh nicht so, dass ich dich nicht nochmal bekommen kann. Vielleicht versuche ich es das nächste Mal mit einem Hyperball. Ich würde sagen, ich versuche es nochmal mit einem Hyperball. Sobald es sich in eine Richtung gedreht hat, die mich nicht mehr im Visier hat. Ja. So zum Beispiel. Ach, du bist so ein süßes, kleines, wonniges, poppiges Vonera. Ich möchte dich fangen. Ganz lieb fangen. Bop. Oh, das arme Wies, sich erschreckt. Ja, aber so ist das nun mal, wenn man mein Vonera wird. So, das noch. Ich glaube, ohne die Evoli kämpfen zu lassen, sie so weit zu kriegen, dass sie sich dann wirklich zu Psyana, Nachtara, wie auch immer entwickeln. Wie auch immer ist auch eine Evoli-Evolution.
neu eine Hisui-Form. Nein, nein, das nicht. So, wackelnde Bäume. Ich suche jetzt nach wackelnden Bäumen. Und wir sind wieder zu genau dem Zeitpunkt rausgekommen, als Golbat das Weite gesucht hat und gen Himmel auffuhr. Ah, da haben wir wieder ein Haspirohr. Ist da so rum. Ah, okay. Diesmal hätte ich gerne diese Form auch registriert. Okay, zur Not fange ich dich auch. Badribi ist wachsam. Und von mir aus einfach ein Hyperball drauf. Und hoffen. Ganz viel Hoffnung. Na, nee. Nee. Ausnahmsweise hatte ich mal recht. Es ist wachsam, aber es setzt Windstoß ein. Oh. Okay, ein Volltreffer. Noch einmal. Ich werfe da lieber erstmal Hyperbälle drauf und hoffe, dass es einfach wachsam bleibt und nicht flieht. Und es ist drin. Es ist ein weibliches Wadribibibibi. Wadribis Beauty Palace. Jetzt auch hier bei Exido. So. Jetzt muss ich nur noch bewegliche Bäume finden. Öp. Für Kikugi oder Kinoso. Kann natürlich immer passieren, dass ich das nicht bekomme. So, was ist hier? Schaloko ist vervollständigt. Bringt mir nichts mehr. Genau. Jetzt. Liebe Entons, lasst mich in Ruhe. Liebe Entons, tut mir nichts. Liebe Entons, seid voll nett. Sind sie? Die interessieren sich gar nicht mehr für mich. So. Nochmal Schaloko. Und, oh, ich habe Items gefunden, ganz rein zufällig, ohne danach gesucht zu haben. Hier irgendwas dergleichen. Irgendein Baum, der jetzt endlich mal sich schüttelt. Ich glaube, hier schüttelt sich gerade kein Baum. Das ist ja zum Bäume schütteln. Muss man alles hier selber machen. Ah. Kein schüttelnswert. Oh, ein schüttelnswerter Baum. Ein schütteliger Baum. So. Was bist du? Noch ein Kikugi. Ich hab ein aufgeschrecktes Kikugi. Ich finde das gerade so gut. Und ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Kadabra und dann Hypnose und dann Hyperball. Also die Hyp-Hyp-Taktik schon wieder. Die schöne Hyp-Hyp-Taktik. Bitteschön. Einmal Hyp-Hyp. Nein. Es sieht sich aufmerksam um, oh. Das könnte bedeuten, dass es auch fliehen kann. Glaube ich. Es wird schläfrig. Es ist schläfrig, es kann nicht angreifen. Okay, nächster Teil der Hyp-Hyp-Taktik. Die Hyp-Hyp-Taktik wird hoffentlich funktionieren. Dann haben wir nämlich ein weiteres Kikugi und können uns wirklich ruhigen Gewissens ein Kinoso züchten. So, das heißt für unseren Pokédex-Eintrag von Kikugi, nämlich, dass wir was brauchen. Ich glaube, ich hatte echt Luck mit Kikugi. So, Kikugi. Pokédex-Eintrag. Es hat jetzt nicht mehr nur Forschungslevel 3, sondern Forschungslevel 6. Wenn wir es entwickeln, kriegen wir noch 2 dazu. Und wir müssen nur noch 3-mal Absorber anwenden und dann hat sich das. So, was wir übrigens auch noch machen können, ist schwimmen. Und da war auf der Karte noch was. Ach, hier. Die neue Nebenmission. Und zwar genau auf dieser
Auf dieser relativ nahegelegenen Insel. Was soll's. Oh, da ist schon wieder Gastrodon und Schalellos. Schalololol. Wieder ein Pokémon, das ich haben will. Wieder ein Pokémon, das ich haben will. Ich will dieses Pokémon haben. Meins, meins, meins. Meins, 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 meins. Meins, 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 meins. Und ich hau ich lieber erstmal aus den Socken, denn sonst machst du mir den ganzen Spaß kaputt. Das hat sich nicht gereimt. Das ist mir egal. Denn wenn ich mal was nicht reim, dann ist das nicht fatal. Hey! So, Psychoklinge. Vielleicht gibt's sogar einen Volltreffer. Staravia. Kaviar. Und da ist ein Panferno. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gesehen. Ja, ich wurde nicht gesehen. Was kann Panferno denn? Okay, ich kann es schwerfällig machen. Ich kann die Tempotechnik ansehen. Wobei ich sagen würde, Flammenblitz, Tempotechnik. Allein dadurch kriege ich schon super Punkte. Exemplare fangen. Dafür gibt es 2 Punkte. Versuchen wir es doch mal mit Tonnenbällen. Nicht Schwerbällen, Tonnenbällen. Und du drehst dich bitte jetzt nochmal in irgendeine andere Richtung. Ja, ey, das ist ja, als ob es auf mich hören würde. Schon jetzt, bevor ich es gefangen habe. Aber es wird ausbrechen. Okay. Jetzt lass mich erstmal eine Yonago-Beere irgendwo hinschmeißen. Bitteschön. Du willst sie. Du kriegst sie. Na, war das lecker? Das war lecker. Na, auch nix. Ich möchte eigentlich jetzt nicht es über einen Kampf fangen, aber ich möchte es definitiv fangen. Ich fürchte, da lässt sich nicht drumherum argumentieren. Blip. Ich möchte eher so Tonnenballzeug machen, weil ich finde, Pokémon so stealth-mäßig fangen mag ich mehr. Doch ich fürchte, am Ende läuft es immer wieder auf die etwas. Moment. Wie es gerade aussieht. So im Hintergrund des Bildschirms. Wunderschön. Nee, Top-Trank nicht. Hypertrank müsste erstmal in Ordnung sein. Und ich habe nicht unbedingt das beste Team dafür, um ein Panferno Level 65 zu fangen. Defensivkraft verringert. Das kann gerade gut sein. Ich denke mal, mit Sondersensor werde ich ordentlich Schaden gerade machen zwar, aber es wird nicht ausreichen. Also Krafttechnik und hoffen oder... Nee. Normal und abwarten. Oh, Scheibenkleister. Das habe ich ja voll vergessen. Zum Glück habe ich nicht Krafttechnik benutzt. Oh. Das hätte nach hinten losgehen können. Es ist ja ein Kampftyp mit... Also so unter anderem, das hätte wirklich nach hinten losgehen können. Ich wäre da, also das hätte mir ganz schön, das wäre mir unbehaglich gewesen. So, Hypnose. Und es könnte sogar sein, dass jetzt ein Hyperball ausreichen könnte. Flammenblitz habe ich jetzt gesehen. Sehr schön. Dankeschön. Das hat mir Punkte gebracht. Finde ich nett. Nein! Flammenblitz, oh. Ich sollte mir über die Attacken vielleicht mal ein bisschen mehr anlesen, denn Flammenblitz war jetzt eine schlechte Sache. Ich hoffe, dieses Pokémon kommt irgendwann mal wieder. Ich hoffe wirklich, das war jetzt kein One-Hit-Wonder. Also fast schon im wahrsten Sinne des Wortes. So, warum hat es das jetzt verloren? Und ich habe es nicht direkt in die Taschen bekommen? Ich verstehe das nicht. So. Das ist ja jetzt wirklich ärgerlich. Das ist ja wirklich sehr, sehr ärgerlich.
Aber trotzdem, wir haben gesehen, hier gibt es anscheinend ein Elite-Panferno. Oh, trägst du da etwa Pokémon bei dir? Es muss Schicksal sein, dass ich dich hier antreffe. Ein Ritter in strahlender Rüstung. Ich weiß, das kommt jetzt etwas plötzlich, aber würdest du mir bei einer Sache helfen? Einer ehrwürdigen Sache, einer wichtigen Sache, einer Sache? Ich suche ein Pokémon, dessen Name mir partout nicht einfallen will. Es hat jeweils eine Sichel an seinen beiden Armen. Bitte finde es für mich. Ich glaube, es heißt Sichlor. Keine Lust. Nein, ich finde es schon. Ich weiß ja, ich hab's ja schon. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ich dachte mir schon, dass du das sagen würdest. Wozu ich das Pokémon brauche, fragst du? Also, zerbrich dir darüber mal nicht den Kopf. Konzentrier dich lieber darauf, es zu finden. Und nicht vergessen, es hat an jedem Arm eine Sichel. Ja, na. Ich weiß, wo der Typ ist. Ich finde den schon wieder. Okay. Wir haben gerade hier ein Riesenstaralili. Ich möchte einfach nur dieses Riesenstaralili, weil es riesig ist. Ich weiß, ich habe schon mehrere Fehlgriffe gehabt jetzt. Also ich habe gerade einen Fehlgriff gehabt erst. Ja, geh da hin. Ich versuch's mal mit einem Zentnerball, weil es nur ein Staralili ist. Und hoffe einfach mal darauf. Ja, das war eine gute Einschätzung, wie es aussieht. Schön, schön. Gefangen, ohne entdeckt zu werden sogar. Jetzt habe ich also ein Elite-Staralili. Staralite. Oh, ein Panflam, ein Panflam. Ein Panflam. Wenn ich schon deine letzte Entwicklung nicht bekomme, dann kriege ich doch wenigstens den Nahrungseintrag. Den Fütterungseintrag für dieses Panflam. Und davon mal abgesehen, doch, ich habe schon eins gefangen, stimmt, für diese eine Übung dort, für die Aufgabe. Also holen wir uns ein Panflam. Also holen wir uns noch eins zum Beispiel. Das können wir dann entwickeln. Können wir lassen. Trotzdem hätte ich gern irgendwann mal noch das Elite-Panflam. Das scheint mir gut zu sein. So, außer dass es halt Flammenblitz einsetzt. Vielleicht würde ich es ja sogar mal wirklich schwerfällig machen und im schwerfälligen Zustand versuchen zu fangen. So, noch ein Stück höher. Damit es noch weiter nach hinten muss. Dann... Vielleicht reicht ein Zentnerball. Ich versuch's mal. Entschuldigung. Ja, das reicht. Oh, es ist nicht so schwer zu fangen wie sein Elite-Vollentwicklungs-Counterpart. Da bin ich ja glücklich darüber. Okay, und damit... läuft das doch schon wieder besser. Ich würde sagen, ich habe meine Ziele für heute erreicht. Dafür ist das Video aber auch schon wieder fast 2 Stunden lang. Ich komme einfach nicht weg von dem Spiel. Das ist keine gute Sache. Suchtverhalten sollte man immer frühzeitig erkennen. Und definitiv dagegen vorgehen. So. Merkt euch das. Auch wenn wahrscheinlich ich nicht der Einzige bin, der momentan dieses Spiel relativ suchtet. So. Würde mich wirklich mal interessieren. Also, ich persönlich hatte so das Gefühl, bei Pokémon Legends Arceus bisher, es ist eins der wenigen Spiele, die mich wirklich so lange fesseln, dass ich die Zeit darüber vergesse. Da bin ich hoffentlich nicht der Einzige. Ich weiß, Mara geht es zum Beispiel ähnlich. Apropos, gibt es denn noch... Huch, gibt es denn noch... Sachen im Fundsachenforum. Okay, Lunas Sachen. Kanemis Sachen. Dafür gab es nochmal Punkte. Und jetzt hätte ich ja fast genug für ein Item. Aber auch nur fast. Ich würde noch einmal nach Jubeldorf zurückgehen. Und dann ist das Video auch vorbei für heute.
Ich habe zumindest gesehen, wo ich Panferno herkriegen kann, gegebenenfalls, falls es immer da ist. Oder falls es öfter da ist. Schauen wir mal. Ja, viel Geld gab es heute nicht. Mal gucken, wie weit ich wenigstens mit den Forschungen vorangekommen bin. 300 dafür, 300 für neu vervollständigte Einträge. Oh, sehr gut. Wir haben wieder einen neuen Forschungsrang. Den würde ich tatsächlich beim nächsten Mal erst mir holen. Beim sozusagen anstehenden Stream. 18 Uhr ist wieder die Uhrzeit, die übliche. Am heutigen Tag, an dem dieses Video veröffentlicht wird. Ja, bin da etwas spät dran, leider. Aber dafür ist dieses Video ja auch ein bisschen optional gewesen. Hier gibt es ein paar schöne Sachen zu sehen, finde ich. Aber nichts, wo man sagen könnte, das ist jetzt sau wichtig gewesen. Oh, was ist denn hier? Wo steckt sie nur? Schon wieder? Nee. Die Aufgabe, obwohl doch, die Aufgabe nehme ich an. Nach dir habe ich gesucht. Meine kleine Schwester Mina hat sich zum Koboldküstenland aufgemacht und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Ja. Was wird ihr nur passiert sein? Sie ist wahrscheinlich wieder verschwunden. Ich habe bereits den Sicherheitstrupp gebeten, sie zu suchen, aber bisher waren sie erfolglos. Das macht mir wirklich Sorgen. Würdest du Mina für mich suchen gehen? Hier hast du ihr Lieblingstaschentuch. Rosaluna hat sich den Geruch eingeprägt. Ach ja, mal wieder dasselbe. Dieselbe Aufgabe nochmal. Alles klar, dieselbe Aufgabe. So, und dann würde ich jetzt hier einfach mal Schluss machen für heute. Und dann gebe ich hier Hildegard einmal das Speicherkommando. Und ja, mit diesem schönen Bild verabschiede ich mich. Freue mich schon auf den nächsten Stream und ja. Wünsche euch noch einen schönen Rest bis dahin, beziehungsweise wenn ihr am Nachschauen seid, wünsche ich euch, dass ihr an diesen ganzen Streams und Videos auch euren Spaß habt und ja, dass es sich nicht so zäh zieht oder sowas, oder dass ihr nicht sagt, oh, der Typ, der übersieht ja alles, da wären Pokémon gewesen. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ihr könnt das ruhig trotzdem in die Kommentare schreiben. Andererseits mit Spoilern wäre cool, wenn ihr euch da ein bisschen zurückhalten würdet, aber sonst könnt ihr auch gerne Kritik äußern oder alles andere, was euch so einfällt. Oder auch mal schreiben, was habt ihr Schönes schon gefunden, was würdet ihr gerne noch finden? Wo habt ihr jetzt gesehen? Aha, da gibt es ja dieses Pokémon. Würdet ihr sagen, ich hatte viel zu viel Glück mit den Kikugi? Ich würde meinen ja, weil normalerweise sind die seltener, glaube ich. Die sind bestimmt seltener. Hab erst letztens gelesen, da es gibt schon Leute, die sich drüber beschweren, dass sie kein 80 cm Barmelin finden. Und ich glaube, bei Kikugi ist es so ein bisschen ähnlich, also beziehungsweise mit Kikugi und Kinoso. Aber gut, das reicht erstmal. Ich sage nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.